So, wie passen denn Widder und die Jungfrauen zueinander? Jetzt wird's spannend. Und zwar, die beide, die stehen in einer Misskonjunktion zueinander. Okay, Misskonjunktion, beziehungsweise ich weiß, man das sagt man so auf Englisch zumindest, das ist ein Missverständnis sozusagen. Ein Missverständnis ergibt sich daraus, ups, dass ihr beide weit entfernt voneinander seid. Okay, ihr seid nicht direkt eine Opposition. Wie zum Beispiel jetzt hier ist Widder und hier ist Waage. Das wäre eine Opposition, aber, oder Jungfrau mit Fische wäre eine Opposition, aber eine Misskonjunktion, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch jetzt sagt, ich glaube Quinkungs, das ist dann ein Missverständnis. Das ist dann, wenn das Zeichen neben der Opposition ist. Also das Zeichen neben der Opposition ist sozusagen 150 Grad. Da ist ein Missverständnis in euren Energien. Da ist nicht ein direkter Hindernis, so dass ihr gar nicht euch miteinander verstehen könnt, so dass da wirklich Reibung ist und vielleicht ein Konflikt, sondern da ist eher ein Missverständnis. Ja, okay, ihr seid nicht direkt gegenüber, aber ihr seid trotzdem weit, weit, weit entfernt voneinander. Das zweitweiteste Zeichen sozusagen voneinander, weil 150 Grad ist am zweitweitesten sozusagen. Und das führt dazu, dass ihr euch energetisch in eurer Energie an sich erstmal vielleicht nicht verstehen könnt. Okay? Aber es kommt natürlich auf andere Sachen noch an. Gucken wir uns doch mal an. Und zwar Feuer, Widder. Ihr könnt der Jungfrau helfen, kreativer zu sein und kreativ ausdrücklicher. Das heißt, einfach mal unlogischer und unpraktischer zu werden. Daran könnt ihr der Jungfrau helfen, weil die Jungfrau ist immer fokussiert darauf, dass sie praktisch sind, dass sie bedacht vorgehen, dass sie eine Logik haben, warum sie Dinge machen oder wie sie vorgehen, ja, einen Plan haben. Und ihr könnt der Jungfrau wirklich helfen, außerhalb diesem Spektrum zu kommen und wirklich auch mal in die Gefühle zu kommen. Einfach nicht zu viel nachzudenken. Weil es ist sogar so, dass Feuer und Erde eigentlich die wahre Opposition zueinander sind, diese zwei Elemente. Weil Feuer ist Yin-Yang, das heißt, sie bringen die Gefühle nach außen. Sozusagen. Sie bringen das Spirituelle, den Yin, bringen sie nach außen, was sie kreativ ausdrücklich macht. Erde ist Yang Yin. Das heißt, sie reagieren sozusagen auf diese Welt. Das macht sie dann sozusagen komplett unterschiedlich von Feuerzeichen. Das heißt, sie achten auf die Logik, sie nehmen sozusagen die Logik, das Männliche, nehmen sie nach innen. Und das wollen sie verstehen. Sie wollen diese Realität verstehen. Und ja, was soll ich grundsätzlich sagen? Eine Misskonjunktion ist jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel ein Hindernis. Schlimm, oder? Ne? Du weißt, was ich meine. Sowas wie schlimm gibt es ja nicht wirklich. Aber grundsätzlich könnt ihr manchmal euch einfach missverstehen in euren Energien. Die passen manchmal nicht so gut zueinander sozusagen. Ja, das ist lass mich dir ein Beispiel geben. Das ist jetzt. Ne, weil ich mache mal dieses Beispiel mit der Nachbarschaft und so. Ein Missverständnis ist wie jemand, der in einer anderen Stadt wohnt, was komplett auf der anderen Seite des Landes ist. Aber nicht komplett oppositionär, sondern so ein Dorf neben dieser Stadt. So musst du dir vorstellen. Das heißt, ihr seid nicht sozusagen im direkten Hindernis. Hier ist diese Stadt und hier ist diese Stadt und die sind komplett weit entfernt voneinander, sondern du bist sozusagen das Dorf neben der Stadt, was nicht so einen krassen Aspekt zu dem Widder hat, als Jungfrau jetzt oder umgekehrt, Widder zur Jungfrau. Aber es ist ein Dorf und es ist trotzdem weit weg, es ist trotzdem so auf der anderen Seite des Landes. Verstehst du, wie ich es meine, ein bisschen so energetisch? Und so kannst du es dir vorstellen. Aber lass uns mal ein bisschen die Planeten angucken, nicht nur die Elemente und zwar. Aber noch kurz zum Element. Ihr als Erdezeichen könnt natürlich Widder helfen, wirklich praktischer zu werden. Ihr könnt Widder helfen, auch mal logischer vorzugehen und auch zum Beispiel auf die Sprache zu achten, dass ihr Widder dazu inspiriert, auch mal nachzudenken über das, was sie tun, anstatt immer nur rücksichtslos zu agieren. Wobei Widder, ihr könnt die Jungfrau wirklich inspirieren, auch mal die Dinge zu tun, worüber die Jungfrau die ganze Zeit nachdenkt. Also das ist so das Positive, wo ihr euch gegenseitig natürlich ausbalancieren könnt. Das heißt, in allem ist wirklich was Positives. Das ist jetzt nur der Aspekt, den man beachten muss. Aber grundsätzlich kann sich Feuer und Erde natürlich doch irgendwo verstehen, weil Feuer hat so das Gefühl und Erde hat so die Fähigkeit, dieses Gefühl in die Praxis umzuwandeln. Das heißt,
das, was Widder fühlt und der Jungfrau zum Beispiel sagt, kann Jungfrau wirklich nachvollziehen und will dann darauf agieren, dass es dann auch stimmt. Und das, was die Jungfrau sich nicht traut zu machen sozusagen oder wo sie nicht komplett erstmal agieren will, kann Widder direkt nehmen und dann darauf agieren und dieses Gefühl ausspielen, dass die Jungfrau sich nicht immer traut auszuspielen. Verstehst du ein bisschen? Und das ist natürlich das Schöne zwischen Erde und Feuer natürlich. Also es gibt immer was Positives, wie du merkst. Doch gucken wir uns mal kurz die Energien an, die sie noch haben. Und zwar, beide verstehen sich zumindest erstmal darin, dass beide keine Venus-Energien haben. Okay, weil Venus fehlt in der Jungfrau, Venus fällt sogar in der Jungfrau, weil Venus ist erhöht in der Opposition von Jungfrau Fische. Und Venus fehlt in Widder, weil Venus regiert die Opposition von Widder Waage. Okay, das heißt, beide sind nicht unbedingt immer aus darauf, dass jetzt alles sich gut anfühlen muss und alles muss immer komplett beziehungsfähig und harmonisch sein, sondern beide können mehr miteinander auskommen in dem Sinne, dass sie nicht unbedingt sich gegenseitig immer zu viel Wertschätzung zeigen müssen. Verstehst du? Das heißt, beide brauchen jetzt nicht unbedingt so viel Wertschätzung, wobei ich sagen muss, die Jungfrau vielleicht ein bisschen mehr, weil sie generell ein bisschen reaktiver ist, ja, ein bisschen mehr die weibliche Rolle nimmt, weil sie Erde ist, das heißt, sie reagiert auf das Äußere, aber du verstehst, wie ich das meine. Trotzdem brauchen beide nicht unbedingt diese sehr soziale Ebene wie Venus. Weil Venus steht für Liebe und Wertschätzung, Venus steht für Schönheit und Harmonie. Heißt nicht, dass beide komplett nicht darauf achten, aber bei denen fehlt mehr diese Energie. Das heißt, beide verstehen manchmal Liebe nicht und Wertschätzung, worin sie sich beide natürlich ausgleichen können, beziehungsweise verstehen können. Nicht ausgleichen, aber verstehen. Beide verstehen sich in dem Sinne, dass sie nicht immer unbedingt die Wertschätzung brauchen, die zum Beispiel ein Fische, Waage oder Stier braucht. Okay, beide sind so mehr vielleicht dadurch auch unabhängiger und können sich mehr auf die wichtigen Dinge fokussieren, ohne zu viel Zeit zu verschwenden in zu viele Vergnügen oder dergleichen. Dann Mars regiert Widder. Das heißt, Widder kann noch mehr diese Passion reinbringen in diese Beziehung, wo manchmal dann der Jungfrau einfach das Gefühl fehlt. Kann Widder wirklich diese Passion reinbringen, die Motivation. Wo Jungfrau Motivation fehlt, kann Widder Motivation geben. Diese Dynamik einfach reinbringen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist es im Prinzip. Widder kann wirklich die Jungfrau dazu motivieren, die Dinge zu machen, die sie sich nicht traut zu machen. Oder einfach nach ihren Zielen zu gehen, nach ihrer Leidenschaft, zu gehen. Nicht unbedingt nur das immer zu tun, was realistisch ist und natürlich wichtig ist, um einen Boden unter den Füßen zu haben, sondern auch mal unlogisch einfach nach seinen Zielen zu gehen, auch wenn sie unrealistisch erscheinen. Weil das ist Mars zum Teil auch. Mars zieht einfach durch, ohne über die Realität nachzudenken. Dann in der Widder ist auch noch die Sonne erhöht. Das heißt, Widder ist auch der dann die Handlung auch reinbringt. Ja, nicht nur durch die Mars-Energie, die auch schon sehr handelnd ist, sondern jetzt auch noch durch die Sonnenenergie, die auch sehr bewusst ist. Und wer bewusst ist, der will immer viel auf diese Dinge, die er sieht, auch agieren. Okay, und diese Energie bringt Widder rein in eure Beziehung sozusagen. Das heißt, davon kann natürlich Jungfrau auch profitieren, wobei das vielleicht aber auch manchmal zu extrem für die Jungfrau ist. Manchmal will die Jungfrau einfach das tun, was wichtig ist und nicht immer einfach nur handeln, sinnlos darauf hin sozusagen. Ne? Unlogisch und zu spontan darf es natürlich nicht sein für die Jungfrau, weil sonst fühlt sie sich vielleicht nicht wohl. Das heißt, manchmal kann der Widder auch wieder zu extrem hier sein für die Jungfrau. Trotzdem kann die Jungfrau sogar relativ gut damit umgehen, weil sie das praktisch ansieht und nicht in ihren Gefühlen verloren geht. Aber demnach kann natürlich die Jungfrau auch praktisch und logisch einfach sagen, ey, ich glaube, das passt nicht oder das und das muss verändert werden. Das heißt, die Jungfrau kann natürlich auch hart sein und kritisieren, was vielleicht auch Widder mal braucht. Aber was vielleicht Widder nicht gefällt, was seinem Ego nicht gefällt, wenn er kritisiert wird. Ja? Aber Jungfrau könnte das sehr gut. Jungfrau analysiert halt die Situation und kann gut auch einschätzen. Doch manchmal vielleicht will es der Widder auch nicht einsehen. Ja? Das ist die Energie zwischen denen. Auf jeden Fall. Vor allem kommen wir erstmal zu Pluto. Erstmal, Pluto ist auch erhöht in Widder, was auch nochmal dazu führt, dass er diese Transformation reinbringt. Da, wo Jungfrau zum Beispiel zu viel nachdenkt über Dinge, die vielleicht schon getan hätten werden müssen oder dergleichen, oder was die Jungfrau sich nicht traut, kann Widder wirklich diese Transformation bringen. Hey, nimm jetzt die Verantwortung über die Situation. Hey, komm, lass uns das machen. Lass dir das nicht gefallen, sozusagen. Aber Jungfrau lässt sich nicht mal unbedingt so viel gefallen. Also so ist es ja nicht, weil Venus fehlt. Das heißt, sie sagen schon, wenn ihnen was so nicht passt. Aber du verstehst, wie ich es meine. Widder kann nochmal
diese extra Transformation reinbringen, was auch Jungfrau eigentlich relativ gut manchmal damit umgehen kann. Natürlich gibt es aber einen anderen Fakt, den wir beachten müssen, und zwar, dass Jungfrau sehr sensibel sein kann, weil sie Modalität veränderlich ist. Das heißt, sie nehmen sehr auf. Ja? Sie nehmen natürlich sehr auf, was dann natürlich auch manchmal schreckhaft sein kann für die Jungfrau, wenn Widder dann zu aggressiv, zu transformierend, zu aktiv ist. Dann gucken wir uns mal kurz an, und zwar Saturn fällt in Widder. Entschuldigung. Und was heißt, dass Widder einfach nicht mit der Realität manchmal umgehen will oder kann? Die achten nicht auf die Grenzen, die achten nicht auf die Realität, die achten nicht auf die Materie, auf den Plan, auf die Strukturierung, auf die Systeme, auf die Zeit. Die sind einfach im Gefühl. Die achten nicht auf die Zeit, okay? Die achten nicht auf die Grenzen dieser Realität. Was natürlich manchmal für die Jungfrau als unverantwortlich rüberkommen kann und ja, einfach unrealistisch und zu unbedacht. Ja, zu unstrukturiert, aber da kann die Jungfrau dem Widder helfen. Ne, wo der Widder Struktur braucht, kann die Jungfrau da wirklich anpacken und mithelfen. Hey, du hast diese Leidenschaft, aber geh das doch mal so und so an. Das heißt, an sich sogar muss ich hier sagen, dass es sogar ein relativ gutes Team ist, nur dass halt diese Misskonjunktion im Weg ist, diese 150 Grad, dass man sich missversteht. In der Energie an sich, weil sie weit entfernt voneinander ist. Die beiden Zeichen sind weit voneinander entfernt. Auf jeden Fall, dann Jungfrau, gucken wir uns Jungfrau an. Und zwar, Jungfrau wird von Merkur regiert. Okay, das heißt, manchmal, da kommt halt wieder diese Logik, da kommt halt wieder diese Fähigkeit, mit Informationen umzugehen, wo natürlich die Jungfrau dem Widder dabei helfen kann, mit den Informationen richtig umzugehen. Hey, mach doch mal das und mach das doch mal ein bisschen besser so. Und geh mal wirklich strukturiert vor, damit das dann auch wirklich stimmt und dein Plan dann erfolgreich wird. So, in dem Sinne. Aber manchmal kann den Widder das sogar auch nerven, auf der einen Seite, weil er will nicht zu sehr auf die Details achten. Er will einfach drauf losschießen. So, aber natürlich kann er ab und zu auch mal einen Rat dann annehmen, sozusagen. Aber ja, Widder sind immer so, dass sie einfach machen nach ihrem Kopf. So, ne? Die wollen einfach selbst initiieren, die wollen ihre eigene Individualität ausleben. Was sie dann manchmal so aussehen lässt, dass sie ja keinen Rat annehmen wollen, was auch stimmt. Sie wollen selber anführen. Ist halt so. Aber an sich können sie sich gut ausgleichen. Dann Venus fehlt, das haben wir schon gesagt. Dann Jupiter fehlt in Jungfrau, was Jungfrau sehr, sehr realistisch macht. Sie achten nicht auf die Ansichten unbedingt, auf die Spiritualität. Sie können, das heißt, ihnen fehlt die Energie von Jupiter, okay, weil Jupiter regiert die Opposition, Fische. Das heißt, ihnen fehlt manchmal die Fähigkeit, Dinge oder Philosophien anzunehmen oder überhaupt zu philosophieren, überhaupt über die Ansichten nachzudenken zu sehr. Weil das ist für sie eine unlogische Energie, mit was sie nicht so gut umgehen. Oder Jupiter steht auch für Erfahrungen. Deshalb kann es dazu führen, dass Jungfrauen nicht immer einfach Dinge erfahren wollen, sondern sie denken schon zuvor und denken, sie wissen schon, wie das ausgehen wird. Und da kann der Widder dann auch helfen zum Teil, dass da wirklich Jungfrau auch mal einfach trotzdem in die Situation geht. Widder kann es aber auch manchmal sozusagen nerven, weil Jungfrau zu sehr nachdenkt und gar nicht wirklich mit Erfahrung, also gar nicht wirklich was Neues zum Beispiel sehen will manchmal. Sie wollen zwar irgendwo neue Informationen, aber das ist trotzdem ein bisschen nicht dasselbe wie neue Erfahrungen fühlen und sammeln und sehen. Und das, da kann Widder sogar auch ein bisschen helfen. Aber das versteht manchmal, das wünscht sich der Widder auch manchmal von der Jungfrau, weil Widder wird ja von Mars und der Sonne beeinflusst sehr stark. Und diese beiden Planeten, die verstehen sich eigentlich mit Jupiter. Das heißt, sie sind irgendwo ähnlich, die sind beide sehr... Diese Planeten, die sind sehr gefühlvoll. Das heißt, da gleichen die sich auch irgendwo aus. Okay, da wo Jungfrau einfach nicht auf die Gefühle achten will oder auf die Ansichten und die Bedeutung des Lebens, kann dann Widder anpacken, noch mehr Bedeutung dem geben. Also Widder kann dann auch irgendwo doch schon irgendwo helfen, Bedeutung zu geben der Jungfrau. Des Weiteren ist Neptun zu Hause, also Neptun korrigiert Fische, was Jungfrau auch manchmal nicht fähig macht, unbedingt die Fantasien zu verstehen oder fantasievoll zu sein oder sehr imaginär, sehr spirituell,
sehr intuitiv. Sie sind einfach nicht so. Sie müssen, brauchen Fakten. Es muss stimmen und es soll nicht zu weit weg sein. Es muss nicht zu weit, es darf nicht zu weit hergeholt sein. Was natürlich manchmal, deshalb kann der Jungfrau manchmal, die Jungfrau, also deswegen gefällt der Jungfrau manchmal nicht, wie Widder einfach ist. Weil Widder sind ja ungefähr so. Widder sind ja einfach so in ihrem Gefühl, spirituell, machen einfach, achten nicht auf die Realität. Neptun-Energie. Neptun achtet nicht auf die Realität. Was dazu führt, dass da natürlich dann auch ein Konflikt sein kann zum Teil. Stehst du? Aber an sich können sie sich dann doch wiederum ausgleichen auf der anderen Seite. Ja, aber das ist es im Prinzip. Dann noch kurz die Modalität. Und zwar, Widder hilft der Jungfrau, mehr zu initiieren und ins Gefühl, wie gesagt, zu kommen, einfach mal zu erfahren auch. Da hilft Widder der Jungfrau. Und Jungfrau kann dem Widder helfen, nicht zu viel zu initiieren immer, sondern auch mal zu empfangen, auch mal kurz gelassen zu sein und sozusagen die Situation genauer anschauen, bevor man direkt initiiert. Was gibt es schon? Einfach offen zu sein zu verschiedenen Dingen, anstatt immer nur straight. Verstehst du? Ja, und in dieser Art gleichen die sich zum Teil auch aus in diesen ganzen Dingen. Ansonsten, im Fazit, was soll ich sagen? Was soll ich im Fazit sagen? Also, ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Beziehung zwischen euch schlecht ist. Würde ich nicht unbedingt sagen. Manchmal könnt ihr euch missverstehen, aber im Prinzip könnt ihr euch dann doch wiederum gut ausgleichen. Vielleicht kann, wenn ich es mal ehrlich einfach sage, vielleicht wird der Widder manchmal, vielleicht fehlt dem Widder manchmal die Leidenschaft und es wird ihm vielleicht zu langweilig, weil er mag keine Routine, was wir festgestellt haben, weil Saturn fällt in seinem Zeichen. Und umgekehrt, der Jungfrau fehlt es manchmal an Bedachtheit auch vom Widder. Das kann man auch nur im Prinzip sagen. Und da können sie sich natürlich dann wiederum nicht verstehen. Aber es gibt immer ein Positives und Negatives und man sollte immer darauf achten, ob es sich. Man sollte nicht immer direkt auf die Astrologie achten. Mein Tipp an euch, ja. Also die Astrologie ist sozusagen nicht. Man sollte sozusagen erstmal schauen, ob man miteinander passt und danach gucken, okay, was könnte es für Schwierigkeiten geben, um Verständnis zu haben für sie. Aber man sollte nicht sagen, okay, Jungfrau passt nicht zu Widder, oder? Weißt du, wie ich es meine? Sollte nicht von der Astrologie abhängig sein, sondern erstmal vom Gefühl her. Astrologie dient nur zum Verständnis. Das war's zu euch.